Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 1. Oktober 2020. Konzernverantwortungsinitiative, die ist das große Thema jetzt innenpolitisch in der Schweiz. Die Kampagnen gehen los, die Abstimmung ist im November. Interviews, Gegeninterviews, Stellungnahmen. Ein Riss gehe quer durch die Parteien, auch durch die Bürgerlichen, titelt die Presse. Das stimmt nur bedingt, denn der Riss geht eigentlich nur durch Parteien wie die CVP, die EVP, die GLP und die BDP, also Parteien, die man sowieso nur unter gewissen Vorbehalten als bürgerlich bezeichnen kann. Die haben unter anderem Namen, 350 Namen gesammelt, die für dieses Anliegen sind, die für diese Konzernverantwortungsinitiative sind, die in einem ungeahnten Akt rechtskolonialistischer Aufspreizung die ganze Welt mit den schweizerischen Rechtsvorstellungen überziehen würde. Das Ganze natürlich brandgefährlich für unseren Wirtschaftsstandort, hätte eine Prozesslawine zur Folge. Jeder Unternehmer, auch die Zulieferer, würde mit einem Bein schon im Gefängnis stehen, wenn sie nur schon global aktiv werden, weil eben dieses Anliegen verlangt, dass überall dort, wo nicht schweizerische Rechtsstandards eingehalten werden, dass dort eben hier in der Schweiz geklagt werden kann. Darin steckt natürlich auch eine enorme Verachtung der Justizsysteme und Justizapparate anderer Länder, so etwas Burschikos formuliert. Ja, was die da in Schwarzafrika unten für Gerichte haben, interessiert uns gar nicht. Die Schweiz ist hier der große Gerichtshof der Welt, quasi das Bezirksgericht Bülach soll dann auch über Fälle entscheiden, die irgendwo in Timbuktu oder in der Sahelzone oder sonst irgendwo ablaufen. Ich meine, das ist eine derart moralisierend größenwahnsinnige Vorstellung, die dahinter steckt. Das Anliegen, Entschuldigung, dass sich Unternehmen anständig verhalten, das teilt ja jeder, da ist ja niemand dagegen. Aber die Art und Weise, wie das jetzt mit so einem juristischen Weltkorsett aus der Schweiz heraus gestaltet werden soll, da kommt mir einfach nur noch Gottfried Keller in den Sinn. Seldwyla, übernehmen Sie. Das ist die typische Schrebergärtner-Mentalität. Entschuldigung, nichts gegen Schrebergärtner, aber das Bild bietet sich hier an. Einfach in der kleinförmigen, im kleinen Garten herausgedacht, überhaupt keine Rücksicht auf die Gegebenheiten auf diesem Planeten. Diese Konzernverantwortungsinitiative ist übrigens auch mit Blick auf die Lebenswirklichkeit in anderen Ländern verheerend, weil dort dann zum Teil eben auch Wohlstand verloren geht, Jobs verloren geht, was dann in diesen Ländern entsprechende katastrophale Auswirkungen zeitigen kann. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, anhand deren man das feststellen könnte. Diese ganze Konzernverantwortungsinitiative, das ist eher ein Nebenschauplatz, aber auch interessant, wird schon zur Zerreißprobe für dieses neue Gebilde. Die Mitte, CVP und BDP, die zerreißt es fast in dieser ganzen Geschichte. Da sehen Sie eben, dass die Mitte kein fester politischer Begriff ist, sondern eine inhaltslose Hülle, die je nach Auseinandersetzung dann eben auch auseinanderbrechen kann. Interessanter Gastbeitrag der britischen Botschafterin in der Schweiz, Janet Owen, in der NZZ. Haben Sie gut gemacht, die Kollegen, hier die britische Botschafterin zu bringen. Sie variiert einen Gedanken, den wir in der Weltwoche, dieser Hinweis musste sein, den wir in der Weltwoche natürlich schon vor einigen Jahren hatten, nämlich die Idee eines Britzerland. Sie sagt es zwar nicht so, Großbritannien, Britain und Switzerland, Britzerland. Diese Idee hat in der Weltwoche einmal Boris Johnson, damals noch Bürgermeister von London, ventiliert. Heute ist er Premierminister und ein Freund der Schweiz. Eben auch auch in Anerkennung natürlich der großen Vertrautheiten und Gemeinsamkeiten, die die Schweiz und Großbritannien haben. Die Briten sind ja eine Insel im Ozean, im Meer. Die Schweiz ist eine Oase in den Alpen. Geografisch nicht ganz vergleichbar, aber doch ein bisschen insular und trotzdem eben weltoffen. Das trifft auf beide Staaten zu, bei allen Unterschieden. Sehr interessant, was Frau Owen hier schreibt. Sie erinnert an den bahnbrechenden gegenseitigen Freundschaftsvertrag von 1855 betreffend Mobilität und Wirtschaftsaustausch. Die Züge in der Schweiz kennen übrigens das Linksfahren, weil britische Ingenieure unser Bahnnetz konzipiert haben. Sehr interessant. Briten haben in Teams mit Schweizern unsere höchsten Berge erklommen. Gut
gute Verträge zwischen der Schweiz und dem United Kingdom für die Zeit nach dem Brexit seien bereits ausgehandelt. Die beiden führenden Finanzplätze Großbritannien und Schweiz haben besten Bildungseinrichtungen in Europa. Beide Länder haben eine lange demokratische Tradition. Ohne den Schutz der Briten hätte es 1848 keinen souveränen Bundesstaat gegeben, wie eben auch das EU-Europa heute keinen souveränen Staat wie die Schweiz ertragen kann. Sie möchten uns immer Maßregeln schikanieren, unter Druck setzen, uns diesen Zwangsverheiratungsrahmenvertrag aufzwingen und die Schweizer natürlich noch in ihrer fatalen Beflissenheit machen sich diese Interessen der EU auch noch zu eigen, reden sich ein, wir wollen das auch. Ist ja typisch die schweizerische die Kraft der Empathie, der Einfühlung. Die Schweizer können sich so gut in andere einfühlen, dass sie gar nicht mehr merken, dass sie Schweizer sind. Das ist ein Riesending, das hier abläuft. Man muss das kritisch sehen. Ein sehr interessanter Beitrag auf jeden Fall von Janet Owen. Jetzt die großen Auswertungen und Analysen des TV-Duells von Joe Biden gegen Donald Trump. Große Unterschiede natürlich, diese Auswertungen sind immer auch eine Projektionsfläche der Meinungen, Vorurteile und Obsessionen der Journalisten. Die einen sehen diesen, die anderen sehen jenen als Sieger. Beide Kandidaten, beide Exponenten da standen unter enormem Druck. Biden galt als Tattergreis, der kaum einen Satz gerade raussagen kann, was so nicht stimmt. Er konnte also diese von Trump eigentlich abgesenkten Erwartungen leicht übertreffen. Er arbeitete aber mit angelernten Satzteilen, was man etwas merkte, und geriet auch das eine oder andere Mal in sein berühmtes, berüchtigtes verbales Schleudern. Trump fühlte sich insgesamt wohl, ja, das war auch meine erste Analyse, wohler, wirkte sicherer, angriffiger, aber auch übergriffiger. Alle redeten miteinander, keiner hört zu, gleichzeitiges Durcheinandergeschwafel. Trump hat sicher öfters reingeredet, aber auch Biden hat während Trumps Aussagen reingefunkt, mit zum Teil sehr harten Aussagen, also halte endlich mal den Mund, Mann, oder was macht man mit diesem Clown? Also Joe Biden hat das Ganze auch in dem Sinn befeuert, aber Trump sicherlich im Stil eines Straßenkämpfers, der seinen Gegner jetzt in der ersten Runde einfach mit Schlägen eindeckt, so stark mit Schlägen eindeckt, dass der andere gar nicht Luft holen konnte, um Wirkung zu zeigen. Das war aus Sicht von Trump sicherlich ein Fehler, hat eine Reihe von guten Punkten gebracht, aber er hat gar nicht Biden quasi den Raum gelassen, um zu zeigen, dass er nicht reagieren kann. Er hat ihn nonstop derart mit Schlägen eingedeckt und mit diesen Schlägen hat er ihn aber gleichzeitig auch in den Seilen gehalten. Also eine fast testosteronmäßig übersteuerte Aktion von Trump. Ob das Ganze funktioniert am Schluss, ich weiß es nicht. Das werden wir dann sehen. In den amerikanischen Medien sind sie etwas skeptisch, ob es mit diesem Stil gelungen sein könnte, auch die Wechselwähler in der Mitte zu begeistern. Sicher hat er sein eigenes Lager darin bestätigt und die Biden-Wähler sehen sich in ihren Meinungen bestätigt. Der Moderator, das ist interessant, Chris Wallace, ich schätze ihn sehr, Fox Television, er war überfordert. Ich glaube, er hat irgendwann, konnte er die Moderatorenrolle nicht mehr wahrnehmen, hat dann auch, wie ich finde, eine seiner schlechtesten Moderationsparts insgesamt, seit ich ihn etwas verfolge, hier hingelegt. Ich vermute, der Auslöser war, als Trump ziemlich am Anfang der Sendung gesagt hat, als Wallace ihn mit einer sehr ausschweifenden Frage etwas in die Ecke treiben wollte, sagte Trump, ja, ich debattiere an diesem Abend nicht nur Biden, sondern offensichtlich auch Sie, aber das ist okay. Und ich glaube, das hat Wallace so provoziert, dass er dann wirklich Trump, anti-Trump-mäßig diese Sendung moderiert hat. Er hat eigentlich die kritischen Fragen fast ausnahmslos an Trump gestellt und er hat vor allem auch Joe Biden, Sie können das nochmal nachschauen, wenn Sie sich die Mühe machen wollen, er hat in ganz brenzligen Momenten, hat er Joe Biden immer wieder erste-Hilfe-mäßig ist er ihm beigesprungen und hat ihn da auch in Schutz genommen, die Diskussion abgeklemmt, wenn es in solche Elemente ging. Ein ganz wesentlicher Punkt zum Beispiel war, als es um die Gewalt in den Innenstädten ging, als Biden gesagt hat, die Antifa, also diese linksradikale, fast schon terroristische Bewegung, das gäbe es gar nicht, das sei nur eine Idee, hat ihn eigentlich
der Moderator überhaupt nicht auf diese Falschaussage behaftet, obwohl das FBI und andere, auch die amerikanische Polizeibehörden, selbstverständlich der Meinung sind, dass Antifa eine sehr virulente, gewalttätige Bewegung ist, die auch in diesen Black Lives Matter-Protesten und Ausschreitungen und Gewalttaten eine wesentliche Rolle spielt. Biden hat sich da einfach darüber hinweg surfen können, ohne Intervention des Moderators. Auf der anderen Seite hat Mike Wallace die von den Demokraten immer wieder gestützte mythische Position in den Raum gestellt, dass Trump ein Verteidiger der weißen Rassisten sein könnte, hat dann auch demonstrativ Trump die Frage gestellt, distanzieren Sie sich von diesen Rassisten, distanzieren Sie sich davon. Und Trump hat gesagt, sicher, sure, ich distanziere mich von denen, aber das wesentliche Problem ist, dass in diesen Städten eben linksradikale Gewalttäter am Werk sind. Das haben die Medien natürlich jetzt völlig verzerrt dargestellt und sagen, Trump habe sich nicht von diesen Rassisten distanziert. Es gibt eine verfängliche Aussage in diesem Zusammenhang, wenn man so will, wenn man es jetzt auf die Goldwaage legen will, es gibt eine verfängliche Aussage von Trump, als er sich zu den sogenannten Proud Boys äußert. Das ist auch so eine Gruppe, die sich jetzt da in den Vordergrund schiebt, und da sagt er Stand Back, Stand By, und das wurde ihm dann so ausgelegt, als unterstütze er jetzt hier irgendwo rassistische Gewalttäter. Das finde ich eine total unzulässige Auslegung, auch vor dem Hintergrund, dass sich Trump verschiedentlich schon distanziert hat von diesen extremen Rassisten. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde das generell ein fragwürdiges Game der Medien, wenn Sie Leute sagen, distanzieren Sie sich von dem, distanzieren Sie sich von den Pädophilen, distanzieren Sie sich von denen, distanzieren Sie sich von einem Mörder. Ich meine, wenn Sie jemandem sagen, er soll sich von etwas distanzieren, dann bringen Sie ihn ja schon mit dem zusammen. Also die Frage der Distanzierung, die Aufforderung der Distanzierung durch Medien ist immer schon der feige und etwas unterschwellig fies formulierte Vorwurf, dass der andere eigentlich mit dem unter einer Decke steckt. Und ich meine, diese Technik, ich kann verstehen, wenn einen das aufregt, wenn einen das ärgert, wenn man so immer wieder gezwungen wird, sich von etwas zu distanzieren, mit dem man nichts zu tun hat. Und was dem Ganzen dann eben auch die Krone aufsetzt in dem Sinn, oder was die Verärgerung vertieft, ist, dass Chris Wallace, und da steht er für andere Journalisten, eben die andere Seite, einen Joe Biden, nie gefragt hat, ob er sich denn distanziert von diesen sehr realen Gewalttätern jetzt in den amerikanischen Städten. Trump versuchte ihn etwas in diese Richtung zu bringen, aber da ist eben Chris Wallace den beiden beigesprungen, und da sehen Sie eben auch die Unausgewogenheit der Medien. Okay, wenn man schon diese Distanzierungsfrage, die ich an sich ja abwegig und eben auch in dem Sinn unehrlich finde, wenn man sie schon stellt, dann müsste man sie auch beiden stellen, also beiden, nicht nur beiden, sondern beiden, beiden und Trump in dem Sinn, Sie haben das Wortspiel bemerkt, und das hat Chris Wallace nicht gemacht, und da hat er quasi seine sonst so professionelle Rolle verlassen, und am Schluss dann des Interviews hat er so quasi gemeinsam noch gelacht mit beiden. Er hat ihm eine Frage gestellt zu einer Position, hat gesagt, was sagen Sie zu diesen Trumpschen Vorwürfen? Biden hat gelacht, ja, ich weiß gar nicht, was Trump da in seinem Schwurbel-Dings gesagt hat. Und Chris Wallace, der Moderator, hat dann zusammen mit Biden gelacht. Also er landete dann gleichsam noch im Lager des demokratischen Kandidaten. Das lesen Sie so natürlich nicht in den Zeitungen. Die Zeitungen sind sehr Trump-kritisch, selbstverständlich. Ich habe heute vor allem die NZZ angeschaut, und das ist klar, also schon auf der Titelseite geht es da voll gegen Trump. Peter Winkler, der Washington-Korrespondent, der eine tiefe, fast schon metaphysische Abneigung mit dem amerikanischen Präsidenten verbindet, eben er bringt so diese Mainstream-Sicht, ein unwürdiger Schlagabtausch. Ja, es stimmt, es war wirklich eine Pausenplatzschlägerei, dies aber vor dem Hintergrund eben der entsprechenden aufgeheizten Stimmung in den USA, keine Debatte, und Trump habe offensichtlich nie über Inhalte sprechen wollen. Ich meine, das kann man so einfach nicht festhalten. Das stimmt nicht. Trump hat Inhalte gebracht. Auch Biden hat gewisse Inhalte gebracht. Beide haben sich dann mit sehr starken Bandagen da bekämpft. Aber die härtesten Kraftausdrücke des Abends sind von Joe Biden gekommen. Das wird dann in der NZZ etwas relativiert. Ja, er sei halt provoziert gewesen und er sei halt so dann etwas aus der Rolle gefallen. Die NZZ plädiert dann für mehr Anstand und Moral. Damit könne dann die amerikanische
die amerikanische Demokratie gerettet werden. Im Kommentar hinten, also das ist die Frontseitengeschichte, eigentlich auch ein kleiner Leitartikel hier im Nachrichtenteil, dann hinten bei den Kommentaren, ja, auch da wird Trump eigentlich als Alleinverantwortlicher für eine Verluderung der amerikanischen demokratischen Sitten dargestellt, während Biden über weite Strecken fokussiert und schlagfertig wirkte. Ich finde diese Aussagen immer etwas erhellend, weil sie einfach sehr schön zeigen, wo die Journalisten mit Blick auf den amerikanischen Wahlkampf stehen. Wenn man die Position einnimmt, und man kann Trump kritisieren, auch seine Ausfälligkeiten, auch dieser ganz aggressive Stil, man kann das kritisieren, ich bin kein Freund von diesem Stil, aber bevor ich den aus meiner geheizten Wohnung, aus meinem geheizten Büro hier in der Schweiz quasi über den Ozean hinweg beurteile, muss ich mich ja zuerst einmal in die Situation in den Vereinigten Staaten hineinversetzen. Und da müssen wir uns mal die Frage stellen, wie ist denn eigentlich der Präsident Donald Trump überhaupt zustande gekommen? Und das hat ja eine Vorgeschichte. Und da spielen natürlich auch Leute wie Joe Biden und andere Demokraten eine Rolle, andere Präsidenten, die vorher waren und offensichtlich eine Stimmung in den USA erzeugt haben, als deren Resultat dann ein Präsident wie Donald Trump gesehen werden kann. Ein sehr pointierter Kommentator in den USA hat gesagt, wenn man sich jetzt von linker Seite, von demokratischer Seite über das Monster Donald Trump aufrege, dann erinnere ihn das oder dann komme ihm das vor, wie wenn Dr. Frankenstein plötzlich sagt, mein Gott, was läuft jetzt da für ein fürchterliches Monster herum und schlägt alles kaputt. Ich meine, Dr. Frankenstein hat dieses Monster kreiert und die Demokraten, Obama, wenn man so will, haben die Grundlage gelegt für die Wahl von Donald Trump. Also ist diese moralisierende, etwas heuchlerisch wirkende Empörung natürlich sehr stark aufgesetzt. Donald Trump, die Präsidentschaft von Donald Trump, ich habe das hier schon oft gesagt, ist ein Symptom dafür, dass eine wesentliche Zahl von Amerikanerinnen und Amerikanern 2016 das Gefühl gehabt haben, dass es so nicht mehr weitergehen kann, dass irgendetwas nicht mehr stimmt in den USA und dass es jetzt einen rabiaten Aufräumer braucht. Nicht einen Rudolf Valentino der Politik, einen eleganten Balletttänzer, einen Michael Baryshnikov oder so irgendetwas, sondern nein, es braucht hier einen Aufräumer. Deshalb haben sie Trump gewählt, vermutlich trotz seiner Ausfälligkeiten, trotz seines Stils. Und das Unangenehme oder etwas, das Unseriöse ist, dass die Medien in dieser Hinsicht eben das einfach ausblenden, den ganzen Kontext. Entschuldigung, habe hier noch einen Anruf gehabt bei meinem Handy, aber hat sich jetzt schon erledigt. Okay, also das sind die Wahlen in den USA, das ist dieser Schlagabtausch, der jetzt dann in die nächste Runde gehen wird. Mal sehen, was da noch kommt. Ich mache es jetzt kurz, wir sind schon bei 17 Minuten. Heute in der Weltwoche großes Interview von Urs Gehriger mit Trumps ehemaligem Sicherheitsberater H.R. McMaster, ein tougher Ex-Generalleutnant, der sehr interessante Dinge sagt. Er spricht von einer destruktiven Einmischung der Russen in Wahlkämpfe, überall, nicht nur in den USA. Er spricht über die Art der Entscheidungsfindung von Donald Trump, seine Stärken und seine Schwächen. Die Stärke sieht er im unkonventionellen Denken des Präsidenten, die Schwäche sei seine Ungeduld. Er betont die insgesamt als notwendig eingestufte China-Politik, sei wichtig. Aber eben, er ist da auch bekannt als Kritiker des amerikanischen Präsidenten. Interessant gibt McMaster Entwarnung, was einen, für die Schweiz jetzt, er bezieht auch, sagt auch etwas über die Schweiz. McMaster sagt, wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn wir einen amerikanischen Kampfjet kaufen würden. Die würden also nicht ferngesteuert aus dem Pentagon. Und interessant, McMaster ist auch der Meinung, dass die Schweiz in den UNO-Sicherheitsrat gehen sollte. Da bin ich natürlich ganz anderer Meinung als der Generalleutnant, der ehemalige. Aber das ist halt etwas die amerikanische Sicht. Man muss in der UNO dabei sein. Die Amerikaner haben auch nicht so ein Gespür für die schweizerische Neutralität. Sie sind immer der Meinung, wenn man neutral ist, dann ist man gegen sie. Aber interessant, kommt also in der Weltwoche auch vor, obwohl wir ja sicherlich in unseren kommentierenden Texten sehr kritisch Stellung bezogen haben zu diesem Plan, die Schweiz in diesen UNO-Sicherheitsrat hineinzuführen. Dann zum Schluss noch eine fragwürdige Entwicklung in der Europäischen Union. Die EU stellt erstmals Rechtsstaatlichkeitszeugnisse aus
und damit Ungarn und Polen an den Pranger. Es werden Bedenken geäußert betreffend der Unabhängigkeit der Justiz. Auch in Rumänien, Kroatien und der Slowakei sei die Gewaltenteilung herausgefordert. Die tschechische Kommissarin griff Ungarns Präsidenten Orbán direkt an. Dieser Bericht fällt in eine aufgeladene Zeit. Es drohen finanzielle Konsequenzen. Doch es gibt in der EU Bemühungen, finanzielle Muskeln und Sanktionen nur dann spielen zu lassen, wenn die EU direkt geschädigt wird, zum Beispiel durch Geldabflüsse infolge von Korruption. Aber das ist eine ganz wesentliche Entwicklung, dass eben auch hier sich eine Art überterritoriale, großräumige, rechtsstaatliche Justizvorstellung ausbreitet, die sich abkoppelt von den konkreten demokratischen Verfahren in den einzelnen Ländern. Also eben auch so eine Gesinnungsjustiz, wenn man so will, die gegen die konkrete Verfahrensjustiz in den betreffenden Nationalstaaten aufgeboten wird. Und jetzt wird die EU eben zum Anwalt dieser Gesinnungsjustiz gegen diese Staaten. Und das ist etwas, da ist mein Eindruck, das wird sicherlich nicht dazu beitragen, dass in diesen Staaten das Vertrauen in die EU gestärkt wird. Man wird im Gegenteil das Gefühl haben, dass die EU sich als moralische Super- und Interventionsmacht in eher negativer Art und Weise aufspielt und hier interveniert. Also das ist für mich eben eine jener Entwicklungen, die ich genau falsch finde in der EU. Die EU geht eben in Richtung Zentralismus, Gesinnung, Sozialismus. Dabei sollte sie sich viel mehr an den pluralistischen, freiheitlichen und eben wirklich rechtsstaatlichen Traditionen Europas orientieren, von denen sie sich entfernt. Darum ist ja auch Großbritannien das Land mit der ältesten Rule of Law und, wenn man so will, den rechtsstaatlichen Vorstellungen im modernen Sinne, dass ausgerechnet dieses Land die EU verlässt, müsste ja eigentlich auch den Rechtsstaatsaposteln und Fetischisten, in Anführungszeichen, in Brüssel zu denken geben, dass vielleicht ihre Form von Rechtsstaat nicht unbedingt die ist, die in den demokratischen Ländern geteilt wird. Aber diese Selbstkritik, diese Selbstwahrnehmung ist da im Moment nicht zu spüren. Noch eine allerletzte Meldung, das muss ich einfach machen, weil es nirgends erwähnt wird. Ich entschuldige mich für die zeitliche Ausdehnung jetzt. Ein Fall, der mich bewegt, ist der Fall von Roland Tichy in Deutschland. Roland Tichy ist ein angesehener, bekannter, langjähriger Chefredaktor, Herausgeber, Publizist. Er war bei der Wirtschaftswoche, hatte ja verschiedene, auch prestigiösen Gremien, war drin, ist er drin. Unter anderem, Entschuldigung, ganz schnell, ich muss das nachher abnehmen, steckt da in ganz verschiedenen interessanten Gremien drin, war als Publizist erfolgreich, hat dann ein eigenes Portal aufgebaut, Tichys Einblick, kritisch, oppositionell, auch gegenüber der Regierung eingestellt, natürlich von den Gegnern sofort als rechtspopulistisch eingeschätzt und angeschwärzt etc. Und dieser Roland Tichy ist jetzt stark unter Druck gekommen, weil in der Druckform, in seiner Druckausgabe seines Tichys Einblicks, ja, ein primitiver, frauenfeindlicher Witz stand, den er nicht selber schrieb. Das wurde von einem Mitarbeiter von ihm, wurde das dargestellt, betreffend einer deutschen Politikerin, ein peinlicher Altherrenwitz, der nicht gut ist. Aber das wurde jetzt zu einer Staatsaffäre aufgebläht. Also quasi Tichy angeprangert bis hinauf zum Bundesbankpräsidenten, auch der CDU-Mann Friedrich Merz fühlte sich bemüßigt, hier zu intervenieren, und Tichy musste dann zurücktreten oder ist zurückgetreten, aus meiner Sicht ein Fehler, als Präsident der Ludwig Erhard Stiftung. Und das Interessante an diesem Fall ist einfach, wie eine solche Kleinigkeit in der deutschen Öffentlichkeit eine derartige Bedeutung bekommen konnte. Und auch hier sehen wir, dass irgendwo die Proportionen aus den Fugen geraten sind. Natürlich war diese Kurzmeldung, das waren ein paar Zeilen über diese Politikerin, die waren daneben peinlich. Aber das ist keine Staatsaffäre. Wenn ich gleichzeitig sehe, dass zum Beispiel eine linke deutsche Zeitung, die Taz, die Tageszeitung, einen Artikel veröffentlichte, in dem explizit gefordert wurde, und nicht in so leicht humoristischer, verquälter Form, sondern explizit als Kommentar, man möge die Polizisten auf den Abfall werfen, dann ist das, ich würde mal sagen, auf der Richterskala
des Anstößigen sicher viel, viel weiter oben anzusiedeln als dieser peinliche, pseudowitzige, pseudohumoristische, diese Pointe da, oder wie man das bezeichnen möchte. Viel schlimmer. Aber da geht man dann eben nicht, dem geht man dann nicht weiter nach, und bei Tichy führt das zu einem riesigen Skandal. Und interessant ist, dass eigentlich niemand in den deutschen Medien Roland Tichy verteidigt, seine Verdienste würdigt, dass er das sehr, sehr gut gemacht hat, auch als Herausgeber der Wirtschaftswoche damals, dass er mit seiner Ludwig-Erhard-Stiftung immer auch die Fahne für Freiheit und Marktwirtschaft hochgehalten hat, selber ein glänzender Autor ist und mit seinem Tichys Einblick eben auch tatsächlich wie die Achse des Guten, das ist auch ein sehr erfolgreiches Portal in Deutschland, hat er es geschafft, in dieser sehr gleichförmigen, einförmigen deutschen Publizistik einen neuen, auch etwas oppositionellen Ton hineinzubringen. Der Fall Tichy ist für mich einfach ein Symptom dafür, dass in Deutschland momentan die Demokratie und die Pluralität, die Meinungsvielfalt nicht ertragen wird. Also wir haben hier wirklich eine Art ein Schüstmilieu, ein Regierungsmilieu, ein Establishmentmilieu, das sofort die Nerven verliert, wenn irgendwo einer halbwegs erfolgreich eine andere Sicht einbringt. Und ich bedauere es, dass eigentlich Roland Tichy hier zurückgetreten ist als Präsident der Ludwig-Erhard-Stiftung. Er hätte sich eigentlich rauswerfen lassen müssen, hätte sagen müssen, ich entschuldige mich für diesen peinlichen Artikel. Ich werde mich auch wieder bei der betreffenden Politikerin entschuldigen. Ich finde das wirklich nicht gut. Aber wenn ihr mich deswegen rauswerfen wollt, dann müsst ihr mich rauswerfen. Aber interessant, auch in den deutschen Mainstream-Medien, niemand sagt etwas Positives über Roland Tichy. Also machen wir das hier von der Weltwoche. Das ist unfair, das ist ungerecht, völlig übertrieben, was hier passiert. Und wir wünschen Roland Tichy alles Gute, dass er diese Anfeindungen da ertragen kann. In diesem Sinne, alles Gute, nicht nur an Roland Tichy, nicht nur nach Deutschland, sondern auch für Sie. Genießen Sie das Wochenende. Am nächsten Montag geht es weiter bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Vielen Dank. Entschuldigung, ich habe es vergessen. Nein, Weltwoche Daily macht eine Woche Pause. Ich bin mit der Familie unterwegs im Urlaub. Ich habe das mit der Frau so abgesprochen. Am Montag in einer Woche bin ich wieder dabei. Alles Gute und eine schöne Zeit.